Herr Sauer, aber was ist denn, wenn ein Goldverbot kommt? Was ist denn, wenn ein Bargeldverbot kommt? Und was ist denn, wenn der Lastenausgleich oder noch viel schlimmer, wenn der Great Reset kommt? Und was mache ich denn, wenn alles zusammenbricht? Ihr bekommt heute definitiv auf all das eine Antwort, aber wir sprechen in diesem heutigen Video noch über eine ganz andere Gefahr und ich weiß nicht, ob es sich speziell um ein deutsches Phänomen handelt, aber es betrifft Hunderttausende, die sich gerade jetzt große Sorgen um ihr Vermögen machen und die sich überhaupt nicht im Klaren über die Gefahr sind, auf die ich gleich zu sprechen komme. Ich löse gleich auf und ihr werdet in wenigen Augenblicken erfahren, um was es geht und ich bin sicher, es werden sich gleich ganz viele Zuschauer erkennen und nehmen meinen heutigen wichtigen Ratschlag dann auch hoffentlich an Bord. Ihr werdet natürlich auch ein paar wichtige Tipps von mir bekommen, wie man sich vor der einen oder anderen drohenden Gefahr schützen kann. Also insofern ein ganz, ganz wichtiges Video für Einsteiger, aber auch, wie ich finde, für Fortgeschrittene. Und nach einem ganz kurzen Intro geht es wie immer los. Heute bin ich wieder oder sende ich wieder hier aus dem schönen Nordzypern, aus Alsancak. Und ich bin hier im Nationalpark. Und bevor wir heute starten, möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen, die von einem kleinen Jungen im Alter von 5 Jahren handelt, der jetzt zwar nicht ständig, aber doch auffällig oft auf die Nase fällt. Und wenn er nicht gerade auf die Nase fällt, dann schlägt er sich irgendwo den Kopf an. Und klar, andere Jungs in diesem Alter passiert das auch, es passieren kleine Unfälle, aber in diesem Fall ist das schon auffällig. Vor kurzem hat sich sein Onkel erlaubt, ihn im Spiel mit einer Spritzpistole nass zu spritzen, was in einer ohrenbetäubenden Panikattacke des Jungen und in einer mittelschweren Familienkrise endete. Weil es sich der Onkel doch tatsächlich erlaubt hat, das arme Kind nass zu machen. Die Mutter des Jungen hätte ihr Kind zwar auch beruhigen und ihm erklären können, dass man durch Wasser aus einer Spielzeug-Spritzpistole noch nicht gleich sterben kann, aber nein, das Kind musste in seiner Angst und in Panik durch die Mutter noch bestärkt werden. Wenn man die Hintergründe kennt, dann weiß man beispielsweise, dass der Vater des Kindes immer darauf bedacht war, seinen Jungen zu behüten und ihn vor allen Gefahren des Lebens zu schützen. Man muss sich vorstellen, dass hier beispielsweise sogar ein Geländer um einen Tritt von 30 cm Höhe gebaut wurde, nur damit das Kind nicht versehentlich von diesem Tritt herunterfällt, wenn es sich darauf stellt und dem Papa oder der Mama beim Kochen zusieht. Und das Bedauerliche an der Geschichte ist, dass dieser kleine Junge ein ganz normales Kind sein könnte. Aber das ist er eben nicht, weil die Eltern ihre panischen Ängste mittlerweile auf das Kind übertragen haben, sodass auch dieses Kind bei jeder Kleinigkeit davon ausgeht, es würde sterben. Der langen Rede, kurzer Sinn. Was möchte ich euch mit dieser kleinen Geschichte sagen? Ganz einfach. Ja, es ist sehr wichtig, dass man sich über mögliche Gefahren im Klaren ist und alles dafür Notwendige tut, jeglichen Schaden abzuwenden. Aber wer hier das gesunde Maß überschreitet, der wird sich definitiv keinen Gefallen tun. Und ja, wer in die Welt hinausgeht, der fällt auch mal auf die Nase, man bricht sich mal den Arm oder das Bein. Aber das ist völlig normal. Im Großen und Ganzen, und das ist der Punkt, erreichen zumindest die meisten Menschen das Rentenalter dann doch einigermaßen unbeschadet. Ich übersetze es einfach mal auf das Thema Vermögensschutz. Das ist ja mein Thema hier auf YouTube. Das Leben besteht doch nicht nur aus einem möglichen Goldverbot, einem möglichen Lastenausgleich, einer möglichen Währungsreform oder einem möglichen Bargeldverbot. Natürlich sind das alles Dinge, die man auf dem Schirm haben sollte oder muss und bei denen Vorsorge zu treffen ist, gar keine Frage. Das ist mein Thema. Nur die Intensität, mit der sich viele Leute da draußen mit diesen Themen beschäftigen, da muss man sich stellenweise dann doch fragen, ob es überhaupt noch ums Geld geht oder ob da nicht schon stellenweise andere Hintergründe eine große Rolle spielen. Ähnlich wie bei den Eltern des besagten Kindes. Und bevor der Ärger noch größer wird, erlaube ich mir die folgende Anmerkung. Die Geschichte mit dem Kind ist natürlich frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig. Wenn wir die Uhr jetzt einmal um 10, 12 Jahre zurückdrehen, dann hätte man die Liste der Gefahren im Übrigen noch um einige Punkte ergänzen müssen. Dann würde beispielsweise eine weitere Frage lauten: Herr Sauer, was mache ich denn, wenn eine Inflation kommt? Oder Herr Sauer, was mache ich denn,
wenn mein Geld auf der Bank durch Enteignungsklauseln, von denen viele gar nichts wissen, von heute auf morgen enteignet werden kann? Weil, sind wir doch mal ehrlich, viele von euch hätten doch vor 10 Jahren noch darüber gelacht. Nur diese beiden Gefahren sind bereits zur Realität geworden. Als ich beispielsweise in 2004 meine erste 20 Schweizer Franken Freneli Münze gekauft habe, ja, Gold, barbarisches Relikt, das bringt doch keine Zinsen, warum machst du das? Ja? Das habe ich letztendlich zu hören bekommen. Und das ist, wie gesagt, nur ein Beispiel. Und all diejenigen, die bereits ins Handeln gekommen sind und sich ein solides Sachwerteportfolio aufgebaut haben, die haben ja auch gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen und sind somit oder einem möglichen Lastenausgleich, einem möglichen Goldverbot oder einer möglichen Währungsreform und einer möglichen Staatenpleite bereits zuvorgekommen. Zumindest haben sie schon einen großen Teil der Hausaufgaben erledigt gegenüber denen, die immer noch überwiegend in Sparbücher, Tagesgeldkonten, Lebensversicherung oder ähnlichen Leistungsversprechen ja einsparen bis heute. Und da gehen wir die Palette doch einfach mal kurz zusammen durch. Wie schütze ich mich denn vor einem möglichen Lastenausgleich? Die bittere Antwort, das wird dir wahrscheinlich nicht so einfach gelingen, denn selbst wenn es dir gelingt, deine Immobilien irgendein abenteuerliches Firmenkonstrukt zu packen, die Immobilie ist deshalb ja trotzdem noch da und am Ende ziehst du wahrscheinlich den Kürzeren. Ich bin gerade hier am Recherchieren in der Endphase und werde meinen Mandanten in Kürze eine mögliche Lösung anbieten können. Aber hier ist es definitiv so, dass es nicht die eine Lösung geben kann mit der 100% Garantie. Aber die Frage ist ja gerade bei diesem speziellen Thema, an welche Immobilien wird sich der Staat denn überhaupt vergreifen? Das ist alles sehr hypothetisch, aber was wäre denn wenn? An bewohnten Immobilien oder an Immobilien, die als Kapitalanlage dienen? Ich denke eher Letzteres. Und deshalb sollte ja eben auch das Zeitfenster genutzt werden und du solltest darüber nachdenken, die Immobilie zu verkaufen, um dann einen Sachwert in einen anderen Sachwert zu wechseln. Vor allem jetzt, wo die Mieter sich ab 2023 sogar noch die Heizkosten, also sich an den Heizkosten der Mieter beteiligen sollen. Das habe ich jetzt erst heute gelesen, also das finde ich eine Unglaublichkeit. Und hier merkt man die letzten Monate, es ist nur eine Frage der Zeit, also die Umverteilung wird kommen, die Enteignung. Irgendjemand wird diese Schulden bezahlen müssen. Das ist halt auch ein Naturgesetz und frag dich einfach mal, wer das sein wird. Ja? Also wer nichts hat, dem kannst du nichts holen. Und genau da wird mit Sicherheit angesetzt. Und ich kann dir nicht sagen, wann es kommt, wie es kommt, aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, du kannst dich hier schon vorbereiten. Ja, und wie gesagt, ich denke, das ist alles nur der Anfang von dem, was da noch kommt. Die Immobilie packst du dir halt nicht in die Hosentasche. Und wie schützt du dich vor einem möglichen Goldverbot? Hierzu gibt es gleich mehrere smarte Möglichkeiten, aber dafür schaust du einfach das korrespondierende Video, welches ich dir unten in der Videobeschreibung auch nochmal verlinke. Eine Währungsreform und eine Staatspleite brauchen dich ohnehin nicht weiter zu kümmern, denn dein Vermögen breit gestreut in Sachwert investiert, damit bist du auf jeden Fall hier sehr gut aufgestellt. Und ich bin ja ein Freund der Diversifikation und vor allem auch der Investments außerhalb dieser Haftungsunion. Und wenn du hier breit investierst, dann hast du auf jeden Fall hier vieles, vieles richtig gemacht. Und jetzt lautet mein wichtiger Tipp, hör auf, dir ständig Sorgen zu machen. Denn die 100% Sicherheit, die bekommst du nirgends. Entweder du kommst ins Handeln oder du lässt es bleiben. Beides sind Entscheidungen, die du jetzt treffen kannst. Mit einer permanenten Haltung nach dem Motto, aber was ist denn, wenn dann und dies und das und jenes, wirst du kein Problem lösen können. Du machst dir vor allen Dingen nur selbst das Leben schwer damit. Und ich persönlich beschäftige mich seit Jahren mit diesen Themen und suche auch hier nach Lösungen für dieses Problem und setze dann zeitnah um. Und nichts anderes berate ich zu 100% gleich, so wie auch hier jetzt beispielsweise Nordzypern. Ich habe recherchiert unzählige Stunden, bis ich die Lösung habe und ich mir 99% sicher bin, dass es so passt. Aber hierzu kommt demnächst ein ausführliches Video und hier bin ich, wie gesagt, noch in Vorbereitung. Ich würde sagen, ich nehme jetzt mal den Druck für dich raus und empfehle dir einen entspannten Besuch meines Webinars mit dem Titel Mach es einfach wie die Hochfinanz. Darin erfährst du, weshalb bei der Geldanlage immer nur Lieschen Müller auf die Nase fällt, leider, während die institutionellen Anleger zeitgleich immer mehr Vermögen hinzugewinnen. Ich verrate dir schon mal vorab, da gibt es einen Zusammenhang. Die Anmeldung ist natürlich völlig kostenfrei und völlig unverbindlich.
Wenn du zu denen gehörst, denen die Zusammenhänge völlig klar sind und wenn für dich die Entscheidung schon feststeht, dass du dir ein solides Portfolio an erstklassigen Geldanlagen zusammenstellen willst, breit gestreut außerhalb der Haftungsunion, auch mit mobilen Sachwerten, je nach Vermögensgröße, dir das aber selbst nicht zutraust, dann vereinbare gerne ein kostenfreies und auch hier völlig unverbindliches Kennenlerngespräch. Ja, jetzt will ich von euch wissen, wie hoch ist euer Stresslevel beim Thema der Geldanlage? Bist du entspannt oder machst du dir Sorgen? Falls ja, welche Art von Sorgen sind das und hast du bereits für dich eine Lösung gefunden? Schreib es mir unbedingt in die Kommentare. Ihr wisst, ich lese mir gerne jeden Kommentar durch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Genießt die Zeit und viele, viele Grüße hier aus Nordzypern. Euer Daniel Sauer. Falls du meinen Kanal Daniel Sauer ja noch nicht abonniert haben solltest und bist an echter finanzieller Bildung interessiert, dann drück doch bitte hier unten die Glocke, abonniere meinen Kanal, dann verpasst du garantiert kein neues Video.